Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Medieval Dynasty. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir hier unser Haus gebaut, ein bisschen gejagt und machen uns jetzt auf den Weg wieder nach Gostovia zurück. Was ich in der letzten Folge hier gesehen habe, ist, hier hat irgendjemand was liegen lassen. Einen Fischbär, eine Hose, Stiefel und, was auch cool ist, ein bisschen Met, ne? Ein bisschen Met geht immer. Und, das werden wir einfach mal hier lassen. Das heißt, man findet hier am Wegrand auch immer so coole Sachen, wie wir es auch schon mit den Fässern gehabt haben, ne? Die Hosen. Wir haben mal Hosen an, ne? Wir brauchen keine erstmal. Das heißt, die Hosen, die wir nicht brauchen, die können wir hier erstmal wegpacken. Die Stiefel brauche ich jetzt. Boah, die sind schon ein bisschen komfortmäßiger, ne? Hitzeschutz und Kälteschutz haben die. Ah. Gut. Ich würde sagen, das packen wir jetzt erstmal hier rein. Met. Ihr seht ja auch immer, ne, wie schwer das ist, wie viel Geld das ungefähr bringt und so weiter und so fort. Ist halt auch recht cool. Und wir haben einen Fischspeer, was auch nicht verkehrt ist. Den brauche ich jetzt aber erstmal nicht. Genau wie das Säckchen. Und ich würde sagen, let's go. Laufen wir mal los. Und werden jetzt mal nach Gostovia rübergehen. Und werden wir mal in unser Dorf laufen. Wo wir zu Beginn quasi ja, gestrandet waren. Ne? Es gibt auch hier offizielle Wege. Ihr habt auch schon geschrieben, nutzt doch mal die offiziellen Wege. Können wir natürlich auch machen. Aber die Wege sind teilweise meiner Meinung nach immer ein bisschen gefährlicher als normale Wege. Ne? Aber das ist hier so ein schöner Weg. Später kann man dann auch mit dem Pferd hier lang reiten, wenn man eigene Pferde hat. Aber da brauchen wir auch noch mal ein bisschen Zeit. Guck mal, da haben wir zum Beispiel einen Fuchs. Den können wir auch das Fell über die Ohren ziehen. Die greifen wir auch an irgendwann. Genau wie die Schweinchen. Deswegen müssen wir hier erstmal gucken. Wir questen jetzt erstmal in der heutigen Folge ein bisschen weiter. Es gibt auch Hasen. Ne? Deswegen haben wir auch die Hasenfalle aufgestellt. Später können wir auch noch Tauben fangen. Und ach, hast du nicht gesehen. Mit den Federn können wir dann und den Stöcken können wir dann auch noch gute Pfeile herstellen. Später gibt es auch noch eine Eisenmine. Also echt viele, viele coole Sachen. Ja, wir laufen jetzt erstmal nach Gostovia. Sind hier ab und zu. Hier ist ein Luchs. Die greifen auch an, ne? Gesundheit. Oha. Die geht natürlich auch runter. So. Das heißt, wir haben jetzt wieder Fleisch und Pelz bekommen, ne? Wir müssen echt aufpassen. Regenerieren tun wir immer beim Schlafen. Deswegen sind die Wege hier auch meist gefährlich. Ne? Es sind auch neue Tierarten dazugekommen. Da geht es nach Gostovia, Hornica und Djelica. Müssen wir mal kurz gucken, welchen Weg wir jetzt hier laufen. Das ist, glaube ich, der hier. Ne? Ja, wir laufen mal den Weg lang. Wir müssen auch echt ab und zu aufpassen, dass wir keine Wölfen über den Weg laufen, weil Wölfe sind echt richtig, richtig gefährliche Tiere hier. Da müssen wir echt aufpassen. Dass wir da nicht direkt sterben, ne? Die hört man dann natürlich schon von Weitem. Ah, die Wege hier halt auch richtig gut gemacht, ne? Sind wir richtig? Jo. Wir laufen jetzt erstmal hier. Dann guck mal, da sehen wir einen Hasen lang hoppeln. Die sind echt schwer zu jagen, zumindest mit dem Speer. Später dann, wenn wir einen Bogen haben, kann man jedes Tier... Oh, oh. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Da kommt nicht ein Wolf. Wir müssen mal kurz flüchten. Da kommt ein Wolf. Da können wir ein bisschen mit Feuer, hoffe ich, verjagen. Aber nicht lange. Lauf mal schnell weiter. Da geht es nämlich nach Gostovia. Ich hoffe, den habe ich verjagt. Oh, wir konnten ihn verjagen. Er hat uns auch nicht angegriffen, was schon mal sehr gut ist. Die sind echt gefährlich, die Wölfe, ne? Gerade hier in der Gegend da. Und Bären gibt es natürlich auch. Das ist schon echt schwierig, ne? Wildschweine gehen noch. Die kann man noch relativ leicht, leicht jagen. Die Frage ist, wo gehen wir jetzt am besten lang? Wir gehen jetzt hier lang, ne? Genau.
Aber man muss halt wirklich achtsam sein. Ne? Gerade in der Wildnis, vor allem wenn man diesen Überlebensinstinkt noch nicht hat, sieht man die Tiere nicht, ne? Aber das zeige ich euch dann nochmal, wenn wir soweit ready sind. So, Gostovia geht hier lang. Und auch der Weg, wie wir dann ins Dorf gekommen sind. Sind wir hier? Jo, wir sind auf dem richtigen Weg. Das heißt, gleich sehen wir dann auch wieder. So, Ausdauer haben wir natürlich auch. Wir können nicht ewig sprinten. Da drüben sehen wir auch noch ein weiteres Dorf. Ne? Das ist hier Borova, müsste das, glaube ich, sein. Oder Borovo. Und hier ist Gostovia. Ich glaube, da sind wir auch zu Beginn gerade runtergelaufen. Die Steine kann man später auch noch abbauen. Und viele, viele weitere Dinge kann man machen. Aber wir wollen erstmal gucken, was uns Dobronjega zu sagen hat. Gucken wir einfach mal. Wir ballern uns mal eben kurz was zu futtern rein. Ihr könnt das Ganze natürlich hier auch wieder so ein bisschen kategorisieren. Ne? Hier haben wir so ein bisschen Fleisch. Fleisch kann man auch verkaufen. Wenn man es weiterverarbeitet, bringt es halt mehr Geld. Müssen wir mal schauen. Ihr seht auch weitere Ausrufezeichen. Bedeutet, wir hätten auch noch weitere Aufgaben, was wir machen können. Wir können auch zwischendurch hier einfach irgendwas sammeln, um halt weitere XP zu bekommen. Jeder macht das halt so ein bisschen anders. So, schauen wir mal hier. Guck mal, da gibt es auch dann Bullen später. Gänse. Die kann man dann kaufen. Die sind echt teuer, Tiere. Das werdet ihr wahrscheinlich auch merken. So, Dobronjega haben wir hier. Sprich mit ihr. Machen wir mal. So, hallo, was kann ich für dich tun? Guten Tag, du musst Dobronjega sein. Richtig? Schön, dich zu treffen. Ich bin Rassimir. Das ist richtig. Es ist auch schön, dich kennenzulernen, Rassimir. Was bringt dich zu mir? Unigos meinte, du könntest mir vielleicht etwas zu essen machen. Ich hatte letzte Woche nichts Anständiges. Nun, das hängt davon ab, was du dir unter anständig vorstellst. Aber ich kann dir etwas anbieten. Großartig. So, hier bitteschön. Nun bist du an der Reihe, mir etwas über dich zu erzählen. Woher kommst du? Es gibt eigentlich nicht viel zu erzählen. Ich bin auf der Suche nach meinem Onkel Lordan hier ins Tal gekommen. Hätte nicht erwartet, dass auf der Suche schnell vorüber sein würde, wenn ich ehrlich bin. Ah ja, der war Unigas Freund. Jetzt erinnere ich mich, gehört zu haben, dass er genau solche Augen hatte wie du. Mein Beileid. Das macht's nichts. Ich erinnere mich ja selbst kaum an ihn. Das meiste, was ich über ihn weiß, stammt aus den Geschichten meiner Mutter über ihn. Sie hat immer zu ihrem großen Bruder aufgesehen. Ah, der Bruder war das auf jeden Fall, okay. Liebte ihn wahnsinnig, selbst als er aufhörte, uns zu besuchen. Ne? Das ging vielen Leuten so, wie ich gehört habe. Etwas an ihm muss wirklich besonders gewesen sein. Scheint so. Gewaltige Fußstapfen. Was? Die einzigen Fußstapfen, über die ich mir Gedanken machen sollte, sind deine eigenen. Kleiner, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Danke, dass du das sagst. Ich glaube, dass ich das jetzt gebraucht habe. Aber reden wir nicht länger nur von mir. Was ist deine Geschichte? Ich gehöre zu einer Truppe fahrender Spielleute. Dabei habe ich nie wirklich gelernt, ein Instrument zu spielen. Hä? Macht keinen Sinn, aber okay. Aber mein Gesang war recht passabel. Ah, okay, gut. Unsere Reisen brachten uns in dieses Tal. Das war nicht lange nach dem Tod deines Onkels. Ich erinnere mich noch daran, als ich Onigos das erste Mal sah. Da war so viel Trauer in seinen Augen. Lorlan war nicht nur ein Freund für ihn, er war ein Teil von ihm. Ah gut, stimmt natürlich auch, waren sehr gut befreundet. Die Truppen zogen ein paar Tage später weiter, ich blieb. Unigost hatte einfach etwas an sich, das mir das Gefühl gab, dass mein Platz an seiner Seite ist. Du hast den Altersunterschied sicher bemerkt. Nö, eigentlich nicht. Was? Willst du damit andeuten, dass ich alt aussehe? Natürlich auch geil. Niemals! Also es scheint so, als wäre er ein wahrer Liebe gewesen. Blabla. So, sicher, so kann man es nennen. Oder Blindheit oder Dummheit. Schlechtes Urteilsvermögen vielleicht, ganz wie du möchtest. Du kannst versuchen, es zu überspielen. das habe ich, fällt mir manchmal auf die Nerven, wie auch hier andere sonst. Aber man kann ihn trotzdem nicht vorstellen, ohne ihn auch nur zu atmen. Aber lass mich bloß jetzt nicht sentimental werden. Du hast sicher andere Dinge zu tun. Es war mein Vergnügen, mit dir zu unterhalten. Dobronjega, ich finde die Namen halt sehr schwierig. Alles davon. Gut. Hier, nimm das. Es ist ein kleiner Teil, es ist nicht viel, um dein Leben weiter aufzubauen. Es kostet heutzutage Münzen. Genau, wirklich nett von dir. Wohltätige Geschenke. Vielen Dank. Danke. So, ach komm schon. Ich versuche dich noch ein Held zu sein. Also gut, dann erledige etwas für mich. So wäre es dann keine milde Gabe, sondern eine Bezahlung. Damit bin ich einverstanden. Was kann ich für dich tun? Hier im Dorf gibt es eine Bäuerin. Sie heißt Jagonjeva. Normalerweise liefert sie Roggen für die Schenke. Aber ich habe schon eine Weile nichts mehr von ihr bekommen. Meine Vorräte sind beinahe aufgebraucht
und du willst dir nicht vorstellen, was passiert, wenn wir plötzlich kein Bier mehr haben. Ist so gut wie erledigt, ich kümmere mich drum. Sehr schön. So, wir haben eine Aufgabe. Cool. Besten Dank. So. Abliefern an Unigost. Hafa, was? Irgendwas sollen wir abliefern. So, Tag geht auch schon wieder vorüber. Das ist das Dorf hier. Und ich finde auch cool, dass hier alles animiert ist. Ne? Das finde ich echt geil. Das Dorf lebt auch so ein bisschen. Wir gehen mal hier rein. So, abliefern, Unigost, Hafer. Hafer-Ale, zweimal. Dobronjägers Geschichte. Finde heraus, warum die, was mit der Roggenlieferung nicht stimmt. Das können wir erstmal nicht weitermachen, weil wir eine Jahreszeit quasi überstehen müssen. Unigost Geschichte. Wir brauchen Hafer, ne? Aber wir können erstmal herausfinden, was mit Dobronjäger hier passiert ist. So, wir gucken mal. Denn hier oben haben wir immer hier so Aufgaben. Wir können da mit Leuten sprechen wahrscheinlich. Und vielleicht finden wir irgendwas raus. Da. Ach, das ist so Jagonjäger. So, wir sprechen mal mit ihr. Guten Tag, Jagonjäger. Dobronjäger schickt mir. Schickt mir. Ich habe gehört, dass du eine Schenke mit Roggen belieferst. Stimmt das? Wofür? Bist du immer so liebenswürdig zu Fremden oder liegt es an mir? Entschuldige, ich wollte nicht unhöflich sein. Ich habe gerade einfach andere Sorgen. Ich will nicht stören, wollte also wissen, was mit dem Roggen ist. Ist alles okay? Ein bisschen einfühlsamer, ne? Ich will dich nicht mit meinen Sorgen belästigen. Beste bin ich, okay? Nun, vor langer Zeit habe ich einen schweren Fehler begangen und Konsequenzen davon, die verfolgen mich jetzt. Was denn für ein Fehler? Ich habe einen Idioten geheiratet. Schön, dass die Musik auf einmal endet. Ach komm, ich bin mir sicher. Haha, ich verstehe, komm, nimm mir das. Glaub mir, das tust du nicht. Und warum genau macht dir das fragwürdige geistige Begabung deines Mannes Sorgen? Gestern Abend sollte er unsere Kühe auf dem Markt verkaufen. Ich hätte ihm genau gesagt, wie viel er für sie verlangen sollte. Wir haben die Münzen nötiger denn je. Und kannst du mir verraten, mit welchem er nach Hause gekommen ist? Mit nichts. Eine Handvoll Samen, von denen man sagt, sie habe Zauberkräfte. Also Zaubersamen. Kenne ich immer ja die Story. Kannst du mir sagen, kannst du dir das vorstellen? Was für ein Teufel. Was war denn so besonders an den Samen? Es waren nicht einmal Samen, es waren Hasenköttel. Ich verliere den Verstand. Hasenköttel, wer kennt's nicht, ne? Ich will dir gerne helfen, um dich aufzuheitern, aber verdammt, es klingt wahrscheinlich wirklich dämlich. Kann ich dir irgendwie helfen? Danke. Ist gut zu hören. Es gibt nichts, was du tun könntest, Süßer. Aber ich bin dir für das Angebot dankbar. Es hatte schon geholfen, darüber zu schimpfen. Gern geschehen. Könntest du jetzt etwas mehr über die Angelegenheit mit dem Roggen erzählen? Ja, leider war die Roggenernte diesmal nicht so gut. Die Ernte ist verdorben und man kann so gut wie nichts mehr davon verwenden. Als ich nicht schon genug Probleme hätte. Aber mach dir keine Sorgen. Ich habe eine Lieferung Roggen aus Rolnissa bestellt. Sie hätte eigentlich schon gestern hier sein sollen. Keine Ahnung, was mit ihr passiert ist. Nada ist normalerweise immer sehr pünktlich. Vielleicht könntest du ihn besuchen und nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Ja, werde ich machen. Pass auf dich auf. Wir haben jetzt ein bisschen was an Reputation dazu bekommen. Die Leute sind dann auch gut quasi gestimmt, dass wir auf jeden Fall dann auch gut klarkommen. Was wir jetzt machen sollen ist, wir müssen mit Nada sprechen. Und wir gucken mal, wo ist der denn? Ach, da hinten. Ach, du Heiliger. Da müssen wir erstmal total weit wandern. Haben wir noch irgendwas hier in der Nähe, was wir erledigen könnten? Unigost, Hafer, Hafer-Ale. Hier müssen wir warten, ne? Das heißt, wir sollten vielleicht doch mal dort rüberkommen. Jahre, bis die Questreihe verfällt. Okay, wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir auch in gewissen Reihenfolgen halt auch oder in gewissen Jahren eine Aufgabe erledigen. Finde ich auch cool. Das war nämlich vorher auch nicht der Fall. Vorher war es nach einem Tag dann beendet oder so. Aber ich finde die Details auf jeden Fall schon mal sehr cool. Hafer-Ale brauchen wir. Guck mal, es geht sogar Licht hier an. Das ist echt schön, ne? Mit der Schenke und so. Das sieht schon echt gut aus. Ja, ich würde sagen, wir laufen da mal nach Onissa. Laufen wir mal rüber. Holen uns noch einen Schluck Wasser. Zu essen haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was. Wir könnten auch noch ein Lagerfeuer irgendwann machen. Wo laufen wir denn am besten lang? Ich würde sagen, hier den Hauptweg. Und dann machen wir vielleicht irgendwann noch mal eine Rast zwischendurch.
schauen wir einfach mal. Trinkt noch mal ein Stückchen hier. Die Ausdauer können wir später auch noch erhöhen hier unseres Charakters. Das kommt dann alles noch. Ja, dann laufen wir erstmal, ne? Machen wir ein bisschen Fackel an. Wir haben noch eine weitere Fackel da. Der grüne Balken ist übrigens die Ausdauer. Ich glaube, ich hatte das in der allerersten Folge ein bisschen falsch erklärt. Ja, 1,2 Kilometer. Ist natürlich im Mittelalter kein Thema gewesen. Hatte man damals, hat man zu Fuß ohne Probleme letztendlich dann bewerkstelligt. Aber heutzutage, ne, wenn ich mal an die jungen Leute denke, ne, 1,2 Kilometer laufen, gar kein Bock. Damals haben wir auch mit Pferden und mit Kutschen das Ganze gemacht. Und ja, wir werden dann irgendwann hier unser Wegelager aufschlagen. Müssen immer mal so ein bisschen drauf achten, hier auf die Tiere, die hier links und rechts laufen. Nicht, dass uns da noch ein Unglück geschieht. Mit dem Wegweiser finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. Ne, hier sieht man nochmal das Ganze, wo wir hier hinlaufen können. Wir müssen nicht nach Denica eigentlich. Wir müssen nach Branica, Turco. Ne, tut gut, gut, gut. Wie heißt es? Aber wir können auch hier nach Rolnica laufen. Das geht auch. Okay, gut. Laufen wir hier mal rum. Schreibt mir auch mal gerne eure Meinung hier, wie ihr das seht, dass ich hier mein Dorf quasi dort gebaut habe am See. Ne, der andere hat schon geschrieben. Hättet ihr es vielleicht woanders gebaut? Dann schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr es ja sogar schon woanders gebaut. Aber ich fand es halt am See besonders cool. Ach, guck mal, hätte ich sogar noch Holzstämme. So nett. Hat denn die hier hingelegt? Alles unser, ne? Man findet auch immer wieder Sachen hier an dem Wegrenden, ne? Da muss man echt aufpassen, dass man da manchmal Sachen nicht übersieht. Stein brauchen wir auch noch. Können wir eigentlich gleich nochmal ein paar Speere herstellen, ne? Warte mal. Machen wir nochmal 3 Holzspeere. Dann haben wir nämlich die auch fertig. Sehr gut. Auch am Abend hier, ne, zieht dann so ein kleiner Dunst auf. Die Sterne gehen auf. Beziehungsweise die sieht man dann natürlich. Ja, dann laufen wir hier mal lang, ne? Und ab und an haben wir hier links und rechts immer so ein paar Sachen. Müssen wir ab und zu mal gucken. So, wir müssen nach Rolnica. Zu Narda, ne? Ich würde sagen, das ist der äußere Weg hier, ne? Genau, da müssen wir hin. Hier haben wir auch noch Schilf, sehe ich gerade. Da können wir auch noch ein bisschen Strom mitnehmen. Wir können auch später Sachen verkaufen, um Münzen zu bekommen. Ist hier irgendwas? Ja, gerade im Dunkeln ist es immer schwierig, irgendwas noch weiteres zu sehen. Vielleicht machen wir auch gleich mal eine Rast und machen so ein kleines Lagerfeuer hier. Ist halt noch recht weit, ne? Man kann ja auch schlafen dann, ne? Und das ist halt auch immer... Was brauchen wir denn für ein Lagerfeuer? Ich guck mal gerade kurz. Lagerfeuer, wo war das denn nochmal? Was unter Möbeldekoration? Hier. Ach, können wir sogar schon machen. Schönes Lagerfeuer. Gucken wir uns das Ganze mal an. So. Machen wir es mal hier auf der freien Fläche. Oder in Seenähe. In Seenähe finde ich das immer besonders schön. So, oh, wir haben ein neues Level hergestellt. Für das Thema Herstellung. Auf den Fertigkeitenbaum. Nähwissen, Kochkunst, Handwerk. Ihr seht schon, ne? Also es wird sehr grindlastig. Handwerkliches Können auch hier. Gehen wir erstmal auf diese skillbasierten Geschichten, damit wir mehr Erfahrungslevel bekommen. Und wir zünden mal das Lagerfeuer an hier. Können jetzt unser Feuer hier ausmachen. Das sieht auch richtig cool aus, ne? Ja, und jetzt können wir uns hier schön lecker Fleisch braten, ne? Guck mal, wir haben ja vorhin noch einen Luchs erlegt auf dem Hinweg. Und ja, braten uns jetzt hier noch ein kleines, ja, leckeres Stück Fleisch, ne, was auf jeden Fall dann auch direkt zubereitet werden kann. Rohes Fleisch könnt ihr nicht essen, da vergiftet ihr euch, da müsst ihr halt ein bisschen drauf aufpassen. Und um sich zu heilen, könnt ihr auch ein grünes Zeug hier nehmen. Ich komme gerade nicht auf den Namen, was ihr hier verwenden könnt. Das heißt, ich schnabuliere mir jetzt mal hier noch ein bisschen was rein, genieße noch ein bisschen das, ja, hier den schönen Sternenhimmel. So, gebratenes Fleisch, da haben wir es. Wir können auch die Speisemeucheln erst essen, wenn wir wollen, weil die sind halt okay soweit. Hier seht ihr auch Nahrung plus 6. Ja, ist halt, je aufwendiger das Gericht, desto mehr
ja, hier steigt der Hungerbalken. Ne? So, jetzt haben wir erstmal einen ganzen Luchs gefuttert. Und ich würde sagen, ne, ich genieße jetzt hier nochmal das schöne Abendfeuer. Bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich wieder fürs Einschalten, Leute. Und wie immer gilt natürlich, wenn euch das Ganze gefallen hat, ne, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Und dann, ja, sag ich mal, bis dahin. Tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.